Pflegeberuf besonders macht? Ich glaube, so eine typische Antwort wäre, der Beruf ist abwechslungsreich, man hat viele Aufstiegsmöglichkeiten und das ist auch wahr. Man kann ja mit der Pflegeausbildung, wenn man zum Beispiel kein Abitur irgendwie gehabt oder Abitur abgeschlossen hat, kann man ja quasi mit der Pflegeausbildung, hat man auch die Möglichkeit, mit Berufserfahrung quasi in den sozialen Bereich ein Studium einzugehen, ob sie Pflegepädagogik ist, Pflegemanagement, man hat auf jeden Fall auch die Möglichkeit zu studieren, trotz dass man kein Abitur hat. Aber ich finde, den Pflegeberuf macht auch, sage ich mal, diese, wenn ich das nennen kann, die Echtheit wirklich aus, dass man einfach in der Realität ist. Man kann nichts irgendwie schauspielern oder sich irgendwie verstellen, weil dem Patienten fällt das wirklich auf, den Arbeitskollegen fällt das auf und es ist halt einfach menschennah. Man arbeitet mit den Menschen zusammen und gerade jetzt auch in Bezug mit Ärzten, teamübergreifend, mit dem Sozialdienst, man hat viele Bereiche, die man wirklich abdeckt, wo man auch miteinander arbeiten muss. Man kann nicht irgendwie Alleingang machen, weil dann fährt man voll komplett gegen die Wand und deswegen muss man sich einfach auf sein Team verlassen können. Ja, und der Pflegeberuf ist halt stetig in Bewegung. Ja, man merkt das jetzt gerade aufgrund der momentanen Situation in der Gesellschaft. Es ändert sich halt viel und man muss auch selber persönlich immer in Bewegung sein. Man hat auch die Möglichkeit, wirklich Akzeptanz und Toleranz zu geben, aber auch von den Patienten zu bekommen oder von den Mitarbeitern.